Was geht? Alles, was Beine hat. Hi, mein Name ist Norman und ich bin auch dabei. Einfach mal so random gefragt, wer von euch mag seinen Namen? Mal bitte klatschen. Hier vorne sehr euphorisch geklatscht, wie heißt du? Tobi, ja. Stabiler Name. Machen wir mal die Gegenprobe. Wer von euch mag seinen Namen nicht? Mal bitte klatschen. Einige weniger Menschen hier vorne rechts in die orientalische Schönheit. Sag mal einfach, bitte. Kutret. Ah. Ich verstehe dich. Aber wir sitzen im gleichen Boot. Ich mag meinen Namen auch nicht. Norman. Ja, merkt ihr selber, ne? So, ich finde, der Name passt nicht zu mir. Also, der Name lässt nicht auf mein Äußeres schließen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist quasi wie so eine gut gemachte Transe. Weißt du? So einfach so. Ich finde, mein Name passt einfach nicht zu mir. Das ist so richtig krass. Ich merke das auch immer, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin. Ne? Wir sind so in einer anderen Stadt, wir sind unterwegs abends und dann stellen wir uns so vor, dann läuft das immer so ab. Hi, mein Name ist Raoul, mein Name ist Kada, mein Name ist Nestor und das ist der Norman. Kennt ihr noch fünf Freunde? Ja? Dreimal dürft ihr raten, wer der Hund ist. Wuff. Ich würde sagen, mein Name, der passt einfach nicht zu mir. Mein Name passt nicht zu mir, das ist genauso wie Fundbüros in Polen. Der dauert immer ein bisschen. Oder neulich war ich im Club feiern, stelle mich einer sehr schönen Frau vor und sie meinte so, wie heißt du? Ich heiße Norman. Die so, oh, voller schöne Name. Mohammed. Und ein Freund von mir, wie gesagt, der hat einen richtig geilen Namen, der heißt Kadar. Und das bedeutet das Schicksal. Und ich dachte so, geil, vielleicht hat mein Name auch eine geile Bedeutung. Gib bei Google ein Norman, dann kam dabei heraus, Norman kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie Nordmann, der Mann aus dem Norden. Sieht aus wie ein Mann aus dem Norden. So ein richtiger Wikingername ist das so. Ich hätte gerne so einen afrikanischen Namen, so Boboto. Weißt du, das so. Richtig geil, aber nein. Vielleicht liegt es an meinem Namen Nordmann, dass ich immer noch Single bin. Bin jetzt seit 7 Jahren Single. Ja. Haben wir heute Singles hier? Mal bitte klatschen, Singles. Diese. Wie lange bist du schon Single? 5 Jahre schon. 5 Jahre schon. Bist glücklich? Selbstliebe, das sind immer die Singles, die ganz lange Singles sind. Selbstliebe, ich mach's mir selbst. Selbstliebe ist super, es macht richtig Spaß, alleine zu sein. Wo wohnst du? Welche Straße? Achso, das zwei Straßen sogar. Okay. Ja, man kann's ja mal versuchen, ne? Deswegen, ja, wie gesagt, seit 7 Jahren Single. Und ich bin schon so lange Single, neulich habe ich 2 Karten nach Jamaika gewonnen und ich bin 2-mal geflogen. Das ist unnötig. Und das Ding ist, so ein guter Freund von mir, der ist Jeff. Und Jeff Braun, und ja, er ist schwarz. Und er meinte, Bro, wenn du die richtige Frau kennenlernen möchtest, musst du ja Tinder runterladen. Kennt ihr Tinder? Ja? Mal bitte klatschen, wer benutzt Tinder? Eine Person einfach nur. Nur der Tobi benutzt Tinder. Der Rest alles Lügner, Tobi, glaub mir. Auf jeden Fall habe ich mir Tinder dann runtergeladen und erstmal durchgezockt. Also 2-mal. Ohne Scheiß, ich habe mich wie im Super Mario im Sternmodus gefühlt. Ohne Scheiß. Ich war sogar so. So meinen Weg so durchgeswiped bis zum Endboss und Endboss war meine Mutter. Mama, du auch hier? Ich meine, ich liebe dich, aber dich daten? Bisschen cringe. Aber nur ein bisschen.
Und dann habe ich jemanden kennengelernt, die ist so richtig cool. Ihr Name ist Anna. Wie von vorne und von hinten. Kennt ihr auch Anna? Anyways, auf jeden Fall. Anna kennengelernt und sie ist so alles das, was ich so einer Frau suche. Ne? Sie sieht gut aus, sie weiß, wie sie sich anziehen muss zum Glück. Und sie hat Humor, obwohl sie Deutsche ist. Und es ist Comedy, Leute. Und wir haben uns so einen kleinen süßen Café getroffen und auf Dates bekomme ich immer die gleichen Fragen gestellt. So, ne? Wir sitzen da so und sie dann irgendwann so, Norman, woher kommst du eigentlich? Ich so, ich bin Deutscher. Nein, ich meine von vorher. Ach so, du meinst vor der Sklaverei. Da habe ich ihr gesagt, guck mal, Anna, das ist eigentlich ganz einfach. Mein Vater kommt aus Lubumbashi, das liegt im Kongo. Meine Mutter kommt aus Mashhad, das liegt im Iran. Und ich merke schon, die Stimmung kippt. Er ist Schwarze und Kanake, oh. Kommt damit sich zurecht. Fehlt nur noch Kopftuch und ein Speer. Wo haben sich bitte deine Eltern kennengelernt? Wo sollen sich meine Eltern kennengelernt haben, wie alle anderen Eltern auch? Auf dem Flüchtlingsschiff Richtung Deutschland? Voll die krasse Mischung aber. Als wäre ich so eine gemischte Tüte für 5 Euro, so weißt du, was ich meine? Dann hat sie mich zu sich nach Hause abgeschleppt, sagt man ja heutzutage so. Ne? Und dann saß ich so bei ihr auf der Couch. Wir haben so geredet und bei mir ist das immer so, wenn ich ein erstes Date habe, ich weiß nicht, wie das bei euch Männern ist, aber ich habe so die Mission, sie zu küssen irgendwann. Und da ich ein Feigling bin, setze ich manchmal so Countdowns in meinen Kopf. Ne? Ich sage so, auf 3 küsse ich sie. 1, 2, 2, du Feigling. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe mal gelesen, man muss auf Körpersprache achten. Da habe ich auf ihre Körpersprache geachtet. Ne? Sie hat so in ihren Haaren gespielt, auf ihre Lippen gebissen, sich mit Honig überschüttet. Und ich dachte so, okay, Tiger, dein Moment ist jetzt gekommen. Will sie so küssen so? Und sie schreckt panisch zurück so, was machst du da? Und dann ist mir ein Artikel in der Bild der Frau eingefallen. Ja, ich lese sowas. Und da stand ohne Scheiß drin. Durch das sanfte Heranziehen am Nacken einer Frau beweist du als Mann die Führungsrolle und die Dominanz. Was mache ich also? Zieh sie so heran. Spaß. Hab sie wie ein normaler Mensch in einer normalen Geschwindigkeit herangezogen. Und ich habe gemerkt, wenn du sowas falsch kalibrierst, kannst du auch schnell von sexueller Nötigung sprechen. Also meinte der Richter. Aber so, hey, sie hat mir noch eine Chance gegeben. Wir sind auf ein zweites Date gegangen. Und diesmal ist sie so zu mir gekommen. Und wir saßen wieder auf der Couch. Und sie dann irgendwann so zu mir. Norman, ich muss dir was sagen. Ich so, was? Ich bin devot. Ich so, tschüss, devot. Hab's erstmal gegoogelt. Und für alle Menschen, die nicht wissen, was Devot bedeutet, wenn ein Mensch darauf steht, unterwürfig behandelt zu werden. Und ich konnte nichts mit dieser Information anfangen. Also habe ich so das Erstbeste gemacht, was mir in den Kopf kam, habe sie so an den Haaren gepackt, über den Boden gezogen. Für sie war das so ein richtiger Swiffer-Moment, ne? So richtig. Sie so, Norman, fick mich! Okay. Und dann ne, sind wir so dabei und sie dann irgendwann so, Norman, beleidige mich. Und ich bin der schlechteste Mensch in Dirty Talk, Leute. Ne? Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war einfach nur so, die schwarze Boykott. Die so, nein, hör auf damit. Schlag mich. Ins Gesicht. Ja. Und ihr müsst wissen, ich bin ein Gentleman. Ja? Meine Mutter hat mich gut erzogen. Also habe ich ihr so einen leichten Klapser ins Gesicht gegeben. So. Und sie dann so, ah. Du schlägst wie meine kleine Schwester! Leute, mein Ego war so verletzt, ne? Ich habe meine ganze Super Saiyan Power zusammengenommen und komplett durchgezogen, so. Sie direkt in die stabile Seitenlage.
das hat voll gescheppert, aber es war geil. Crazy, ja. Eine Sache noch. Wisst ihr, was erstaunlich ist? So einer der einzigen Orte, wo ich direkt als Deutscher erkannt werde, ist im Kongo selbst. Ich bin neulich nach Kongo geflogen, komme so an am Flughafen, nehme mein Gepäck, sehe meinen Onkel so auf der anderen Seite und er schreit so, der Deutsche! Onkel, woher weißt du das? Bruder, du bist pünktlich. Vielen Dank, das war's von mir. Mein Name ist Norm Sosa. Jo Leute, was geht? Mein Name ist Norm Sosa und wenn ihr noch mehr Comedians sehen wollt, dann klickt einfach mal hier drauf und vergisst bloß nicht, den Kanal zu abonnieren.